Hallo liebe Lesende, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte heute mit euch wieder über eine weibliche Klassiker-Autorin sprechen. Ich habe mich Anfang des Jahres ja bereits Anna Segers gewidmet und dachte, ich setze das einmal fort und habe mich diesmal Erika Mann gewidmet. Und Erika Mann ist natürlich keine geringere als die älteste Tochter von Thomas Mann und Katja Pringsheim. Auch sie ist dem Familienfluch erlegen und hat irgendwann angefangen zu schreiben, obwohl ihre Karriere ja eher in Richtung Schauspielerin ging. Und ich habe von Anna von Literaturlärm zum letzten Weihnachtsfest, wenn die Lichter ausgehen, Geschichten aus dem Dritten Reich geschenkt bekommen und wollte darüber einmal mit euch sprechen. In dieser Erzählsammlung geht es um 10 Geschichten, die Menschen, die kleinen Leute zeichnen, die in den 30er Jahren in Deutschland leben müssen, in der Zeit, in der eben auch die Nationalsozialisten die Macht ergreifen und das gesamte Leben der Menschen bestimmen. Diese 10 Geschichten sind alle sehr lose miteinander verbunden. Sie spielen nämlich alle in derselben Kleinstadt. Sie beleuchtet immer wieder verschiedene Typen von Figuren. Also wir haben zum Beispiel ein Paar, das überlegen muss, wann möchte es zum Beispiel Kindern die Welt setzen, was gibt es da jetzt für neuere Gesetze. Wir haben einen Fabrikanten, der sich anschaut, wie wirtschaftlich sein Unternehmen ist und ob er Menschen entlassen muss, wie seine Auftragslage aktuell ist, warum es ihm eigentlich so gut geht und anderen so schlecht, die ja nicht mal zum Beispiel jüdische Abkunft sind, wie er denen vielleicht helfen kann. Wir haben auch die Geschichten mehrerer Fluchten, also zum Beispiel Land-Stadt-Flucht, wo jemand versucht, eben das Glück in der Stadt zu finden, aber merkt, hier ist er noch größeren Repressionen unterlegen. Genauso haben wir es aber auch mit dem gebildeten Niveau zu tun, würde ich sagen. Wir haben zum Beispiel einen Juraprofessor, der seinen Studenten ganz offensichtlich vorhält, wie das Rechtssystem unter dem NS-Regime überhaupt nicht mehr funktioniert und völlig willkürlich ist. Und gleichzeitig sehen wir zum Beispiel auch einen Arzt daran scheitern, dass einfach keine Mittel mehr existieren, um die Menschen noch gesunden zu lassen in einem Krankenhaus. Und man eher das Gefühl hat, sie werden noch kränker, wenn sie sich dort aufhalten. Diese Geschichten sind im amerikanischen Exil 1940 erschienen und zeigen Menschen in den verschiedensten Lagen während der 30er Jahre in Deutschland. Sie haben teilweise keine freie Berufsentscheidung mehr. Sie werden ja dazu gezwungen, sehr viele Kinder in die Welt zu setzen. Alles wird auf Kriegswirtschaft ausgelegt und gleichzeitig haben die Menschen eben auch irgendwann eine unfassbare Angst vor diesem Krieg. Also sie können dem gar nicht so richtig entkommen. Alles wird darauf angelegt, obwohl man Friedenszeit hat, dass irgendwann mal wieder Krieg ausbricht. Keiner weiß so richtig wann und warum, zu welchem Zweck. Es ergibt für die Menschen teilweise keinen Sinn. Sie profitierten alle davon, dass es wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung gab mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten, aber alle fangen immer mehr an, daran zu zweifeln, ob das wirklich ein gutes Regime ist. Und dabei merken wir vor allem, wie die Keimzelle Familie krankt darunter, dass manche eben regimetreu sind und andere wiederum nicht, dass sich da auch untereinander denunziert wird. Gleichzeitig sehen wir aber auch unter den SA- oder Gestapo-Männern Menschen, die menschlich geblieben sind, die versuchen, während der Reichspogromnacht Juden und ihren Besitz zu schützen und sich damit selbst in Gefahr bringen. Also hier werden einfach die unterschiedlichsten Perspektiven gezeichnet, die mir auch sehr gut gefallen haben. Und durch diese Verbindung, dadurch, dass zum Beispiel in einer Geschichte eine Figur auftaucht, die dann die Hauptfigur einer der übernächsten Geschichten wird oder es dann um einen Laden geht, der in der ersten Geschichte schon mal Erwähnung fand, hat man auch das Gefühl, man liest so eine Ganzheit. Man bekommt irgendwie ein ganz großes Spektrum geboten an Figuren und wie sie unter diesem Regime leiden müssen. Was Erika Mann sehr gut gelingt, ist einfach Alltag zu schildern. Wie gehen die Menschen in den Beruf? Wie leben sie ihr Familienleben weiter? Was können sie überhaupt noch unternehmen in der Diktatur? Wird ihnen das bewusst, dass sie in der Diktatur leben? Weil bei manchen Figuren ist das ein relativ festgefahrenes Ding. Sie sind dem Führer treu ergeben. Bei anderen fängt es eben so langsam an zu bröckeln. Und das ist meines Erachtens extrem gut dargestellt. Kommt vor allem in der allerletzten Geschichte, wenn die Lichter ausgehen, heraus, wenn man einem Literaturredakteur folgt, der anfangs noch regimefreundliche Texte schreibt und dann aber immer kritischer wird und dann aus seinem Job rausgeekelt wird und merkt, es wird immer schwieriger für ihn zu überleben und er ist doch nicht mal Jude, warum wird ihm das angetan? Also die Menschen fangen an daran zu zweifeln, dass für sie im Mittelstand vor allem überhaupt noch etwas Gutes herauskommen kann unter diesem Hitler-Regime. Von meiner Warte aus betrachtet würde ich sagen, sind diese 10 Geschichten relativ einfache Erzählungen. Man muss sich auch immer vor Augen halten, für welches Publikum die geschrieben sind, nämlich eigentlich nicht für die Menschen in Deutschland, die exakt das erlebt haben, sondern für die Amerikaner, die vielleicht kein Bewusstsein dafür haben, was gerade in Deutschland passiert. Deswegen setzt Erika Mann ja auch ganz am Anfang der Geschichte einen Amerikaner, der auf Deutschland guckt, der in dieser Stadt zu Besuch ist und der dann merkt, wie misstrauisch und seltsam die Menschen auf einmal sind, dass sie sich irgendwie nicht mehr über den Weg trauen, dass sie sehr skeptisch sind, sie halten ihn sogar für einen Spion und wollen am liebsten gar nicht viel mit ihm reden und das erscheint uns schon am Anfang relativ
relativ merkwürdig. Also irgendwas ist faul im Staate Deutschland oder im Deutschen Reich zu der Zeit. Das merkt auch die Figur. Und ich denke, das sollen auch die vor allem amerikanisch-englischen Leser bemerken. Ich denke, wenn man Thomas Mann gelesen hat oder Klaus Mann oder andere Konsorten der Familie, ist man ein relativ hohes sprachliches Niveau gewöhnt. Ich muss sagen, das habe ich bei Erika Mann tatsächlich ein Müh vermisst. Nicht, dass diese Geschichten schlecht geschrieben wären oder sich irgendwie einem sehr alltäglichen Niveau angenähert hätten. Aber ich habe immer noch auf mehr gehofft, auf mehr sprachliche Extravaganz, auf vielleicht auch diese Schachtelsätze ihres Vaters. Das ist vielleicht einfach so eine Marotte von mir, die sich sehr in das Schreiben von Thomas Mann verliebt hat. Deshalb ist es so ein bisschen schwierig für mich gewesen, mich wirklich mit dieser Sprache anzufreunden. Und das große Manko dieses Bandes ist die Tatsache, Erika Mann hat diese Geschichten einst auf Deutsch geschrieben, dieses deutsche Manuskript ist aber verloren gegangen. Diese Geschichten wurden ins Englische übersetzt und für diesen Band rückübersetzt ins Deutsche. Das heißt, das Deutsch, was ihr hier lest, ist nicht Erika Manns Sprache. Vielleicht wurde das so ein bisschen angepasst an ihre anderen Bücher, die sie dann später geschrieben hat, das weiß ich allerdings nicht. Ansonsten hat Erika Mann ja größtenteils noch Kinderbücher geschrieben oder auch gemeinsame Bücher mit ihrem Bruder Klaus Mann. Aber ich konnte nicht so richtig erahnen, ob das jetzt die Schreibe der Frau Mann sein soll oder inwiefern das überhaupt dem angeglichen ist. Deswegen dafür so kleinere Abstriche bei dem Buch. Meines Erachtens macht dieser Band sehr viel richtig. Er hat eine angenehme Chronologie. Wir sehen, wie sich die Lage in Deutschland immer weiter verschlechtert in den 30er Jahren, bis wir dann auch den Kriegsanfang mitbekommen. Also da hat Erika Mann eine gute Auswahl zusammengestellt. Es sind auch sehr diverse Geschichten. Keine Geschichte erzählt nochmal dasselbe, sondern die unterschiedlichen Schicksale. Wie gehen Paare damit um, plötzlich ein Kind zu erwarten und nicht bereit dafür zu sein? Wie leiden verschiedene Betriebe darunter? Wie sieht es bei Ärzten, wie sieht es bei Uniprofessoren aus? Also wir haben wirklich sehr viele kleine Leute, aber auch eben so ein bisschen das gebildetere, höhere Publikum, was mit eingeschlossen wird. Also es sind sehr diverse Geschichten, die haben mir gut gefallen. Gibt natürlich trotzdem immer so ein paar kleine Mankos, wo ich sagen würde, da hat mich zum Beispiel Hans Fallada mal überzeugt, da hat mich Thomas Mann etwas mehr überzeugt, aber insgesamt dafür auch eine Empfehlung. Gerade wenn man sich einem Mitglied der Familie Mann widmet, kommt man meistens nicht drumherum, auch über ein anderes Mitglied oder die Familie im Gesamten zu sprechen. Und mir ist unter anderem noch eine Biografie untergekommen über Erika Mann. Ich weiß, es gibt auch Biografien nur über sie, ganz dezidiert, aber war auch ein Geschenk von einer Freundin. Er las jetzt die Biografie Klaus und Erika Mann von Armin Strohmeier. Von ihm existieren tatsächlich mittlerweile auch aktuellere Bände über das Geschwisterpaar. Jedoch ist mir dieses Buch zugetragen worden und ich habe es mir nicht nehmen lassen, es zu lesen. Es ist aber aus dem Jahr 2000, wenn ihr also etwas Aktuelleres lesen wollt. Auch danach kann man Ausschau halten. Das hier sind 160 Seiten komprimierte Biografie über die beiden ältesten Kinder von Thomas Mann und Katja Pringsheim. Ich denke, ihr habt es schon erkannt. Erika ist die Ältere, Klaus Mann kam kurze Zeit später auf die Welt, ungefähr ein Jahr später. Und wir haben es, dadurch, dass es so ein kurzes Buch ist, heißt es, irgendwo muss es einen Schwerpunkt geben, irgendwo muss Verknappung sein, irgendwo ist nicht alles ganz, ganz akkurat aufgefächert, sondern es gibt eben verschiedene Fixpunkte, an denen sich orientiert wurde. Und darüber möchte ich auch im Kurzen noch sprechen und wie mir diese Biografie insgesamt gefallen hat. Interessanterweise haben wir, wie bei den 10 Geschichten, auch hier 10 Kapitel, die uns über das Leben der beiden relativ ausführlich berichten möchten. Es beginnt mit einem Teaser-Kapitel, in dem die beiden in den 20er Jahren das erste Mal nach Amerika reisen, den Golden Twenties, den Roaring Twenties, als noch alles möglich schien, als man noch nicht genau wusste, wohin geht's mit der Karriere, aber man kann schon mal als berühmtes Dichter-Kinderpaar irgendwie in der Welt herumreisen und da wurden die beiden natürlich auch relativ herzlich aufgenommen. Und dann geht's aber mit der Chronologie los, also wie sind die beiden aufgewachsen, wie ging es mit ihnen als Kindern los, wie wurden sie aufgezogen, was mich am meisten schockiert hat, ist ja eine Notiz von Thomas Mann. Als Erika auf die Welt kam, hat er nämlich aufgeschrieben, er sei sehr enttäuscht darüber, dass sein Erstgeborenes kein Junge wäre, weil das sei ja so unprosaisch, weil er als Vater ja das Leben so gar nicht nachempfinden könne bei diesem Kind. Und ich fand das so egoistisch und so frech, dass ich mir dachte, Thomas Mann, ganz lange Zeit werden wir keine Freunde mehr, glaube ich. Also er war ja nicht so begeistert davon, dass Erika Mann auf die Welt kam. Klaus Mann dann ein Jahr später hat schon ein bisschen mehr Begeisterung ausgelöst, aber wie ihr vielleicht wisst, hat sich das auch so ein bisschen verändert durch den Lebensstil der beiden. Und der wird auch so ziemlich der Mittelpunkt und das Highlight dieses Bandes. Wir haben auf der einen Seite natürlich dann das literarische Wirken von Klaus Mann. Er fängt sehr, sehr früh an zu schreiben. Und wir haben das Theater auf Erikas Seite, die sich ja als Schauspielerin verdingt, die ein unglaubliches Stimmentalent besitzen muss, Stimmen verstellen kann, sich in Rollen präsentieren kann und da auch die verschiedensten Kontakte knüpfen kann. Also die beiden sind in der literarischen und auch in der schauspielerischen Szene extrem
gut aufgestellt. Sie haben da sehr viele Kontakte, sehr viele Freunde und verkehren da auch mit den verschiedensten Menschen. Was mich tatsächlich am meisten interessiert hat, war die Bi- bzw. Homosexualität der beiden, wie die dargestellt wird. Und da ist der Autor ganz offen und schreibt über die beiden Leben der beiden, über deren Beziehungen, deren Verliebtheiten, auch so die leichten Obsessionen, die sie mit bestimmten Personen hegen. Es gibt dann einfach auch so skurrile Episoden, dass Erika Mann zum Beispiel Gustav Gründgens heiratet, der ja eigentlich auch homosexuell ist und der eigentlich Klaus mal liebt. Also es sind so völlig absurde Dinge, bei denen man das Gefühl hat, das hätte nur diesem Geschwisterpaar passieren können tatsächlich. Warum Klaus und Erika Mann in einem Buch zusammen vorgestellt werden, ist vielleicht der Tatsache geschuldet, dass die beiden auch sehr, sehr eng miteinander verbunden waren. Also das geht bis hin zu Inzestvorwürfen, die ihnen dann später im Exil in Amerika noch Schwierigkeiten bereiten. Aber sie haben einfach wie Zwillinge zusammengelebt, sie haben ihr Leben aneinander orientiert, sie haben sich beide schriftstellerisch und beide irgendwie im Kabarettbereich, im Schauspielbereich so ein bisschen versucht. Der eine immer in dem einen Feld etwas mehr als der andere. Und es hat so gut getan, die beiden zusammen zu sehen. Aber was das Buch dann natürlich zeigt, ist das Auseinanderleben der beiden, gerade als es dann ins Exil nach Amerika geht. Also die Manns sehen sich ja auch gezwungen zu fliehen, Thomas Mann dann etwas später erst. Und während man vielleicht das Gefühl hat, okay, wenn sie ins Exil gehen in Amerika, dann geht es ihnen auf jeden Fall gut. Sie haben ja dann auch immer noch so ihr schriftstellerisches Talent und auch ihr schauspielerisches Talent. Sie können da auch als ja die Dichterkinder von Thomas Mann sicher mit etwas mehr Aufmerksamkeit rechnen. Und tatsächlich wird ihnen das auch so zuteil. Das Problem ist, dass Klaus Mann sich sehr abhängig macht von seiner Schwester, die sich immer weiter von ihm distanziert und bei ihm immer mehr die Drogenerfahrungen reinspielen. Also er entwickelt eine sehr, sehr starke Abhängigkeit. Während Erika natürlich auch ab und an Drogen konsumiert, bei ihr das aber nicht so stark zum Tragen kommt. Und sie versucht ihm da rauszuhelfen, aber sie kann weder seinen Verfall noch seine Depression und später auch die Suizidversuche und die Syphilis aufhalten. Also das rattert dann alles so runter bei Klaus Mann, während es für Erika auch nicht unbedingt immer bergauf geht. Also gerade, weil sie versucht immer ganz, ganz hartnäckig die amerikanische Staatsbürgerschaft zu erlangen, was ihr einfach nicht gegeben wird, obwohl sie sehr hart dafür kämpft. Aber dadurch, dass da Vorwürfe existieren, sie würden was für die Kommunisten tun und dann natürlich noch diese Inzestvorwürfe, keine Chance. Auch wenn man das Kind Thomas Manns ist, ist da offensichtlich ein großes Manko vorhanden. Gleichzeitig reagieren die beiden natürlich auf die Ereignisse in der NS-Zeit, also was passiert gerade in Deutschland. Sie versuchen in Amerika darüber aufzuklären. Wie gesagt, Erika Mann versucht das durch dieses Buch unter anderem, aber die beiden schreiben eben auch noch zusammen Bücher, was ich sehr, sehr schön fand. Und da hatte man immer das Gefühl, jetzt arbeiten sie wieder zusammen. Warum finden sie an den Stellen nicht wieder zusammen? Aber sie sind dann so unterschiedlich, sie begeben sich in verschiedene Sphären, sie verkehren mit unterschiedlichsten Leuten und leben sich dann immer, immer weiter auseinander, was letztlich, wie ich finde, glaube ich, zu Klaus Manns frühem Tod sicher auch sehr viel beigetragen hat, dass Erika irgendwann weg war. Aber sie muss ja auch ihr eigenes Leben führen, das ist es gar nicht. Aber man merkte, wie stark die beiden voneinander abhängig sind. Was ich nicht wusste, ist, dass beide mit Kriegsbeginn oder mit Kriegseintritt der USA auch für die US Army gearbeitet haben, also als Berichterstatter, als Journalisten, dass die beiden auch teilweise nach Kriegsende als erste Berichterstatter dann für die Amerikaner überhaupt in Deutschland unterwegs waren, die KZs gesehen haben, die gefangenen NS-Größen gesehen haben oder auch das zerstörte Deutschland darüber berichtet haben, was ich finde, ich denke, durch diese journalistische Distanz mag es auf der einen Seite einfacher gefallen sein, dann über diese Dinge zu berichten. Auf der anderen Seite sieht man natürlich seine zerstörte Heimat überhaupt wieder, was daraus geworden ist in den 5 Jahren, die man dort nicht verbracht hat. Also es muss unglaublich schockierend gewesen sein, es muss unglaublich auf die beiden gewirkt haben und ich denke, das merkt man auch so in den Schilderungen, die Armin Strohmeier hier in die Biografie mit einfließen lässt. Mich hat diese Biografie ehrlich gesagt gut angeteasert, also ich hatte ja auch schon Anfang des Jahres gesagt, dass ich gerne diese umfangreiche Mann-Biografie lesen möchte, die schon seit einigen Jahren auf dem Markt ist und da war dieses kleine Büchlein tatsächlich perfekt, um meine Begeisterung für diese Familie noch weiter anzutreiben. Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, dass diese beiden Bücher nicht so viel dazu beigetragen haben, dass ich unbedingt ganz, ganz viel mehr von Klaus und von Erika lesen muss. Das liegt, glaube ich, daran, dass die meisten Romane von Klaus Mann mich nicht unbedingt ansprechen, mal abgesehen zum Beispiel von seinem Debütroman, wo er ganz offen über Homosexualität schreibt. Und bei Erika Mann, sie hat ja relativ viele Kinderbücher geschrieben. Ich bin jetzt nicht so der große Fan von Kinderbüchern. Sie haben ja auch einige Bücher zusammengeschrieben, um über die Situation in Nazi-Deutschland aufzuklären. Und ich bin mir nicht sicher, das ist halt auch wieder an amerikanisches Publikum gerichtet. Und schon hier merkte man ganz, ganz klar die Zielgruppe, die nicht ich bin. Die Familie Mann steht weiterhin sehr, sehr hoch in meiner Gunst. Ich weiß aber, dass ich Thomas Mann definitiv zugeneigter bin.
Das geschieht natürlich so ein bisschen dann zu Lasten seiner Kinder, seiner auch schriftstellerisch begabten Kinder. Aber ich glaube, da kann ich auch immer noch weiterlesen, wenn mich die Lust packt. Aber ich muss es ja nicht ganz hoch auf meine Prioritätenliste setzen. Ich habe noch sehr viele Lesejahrzehnte vor mir, in denen sich meine Meinung auch noch ändern kann. Deswegen ist das für mich auch kein Verlust. Das ist wie mit meinem Eindruck von Anna Segers. Ich bin einfach sehr froh, Erika Mann mit in meinen Kanon aufgenommen zu haben, zu wissen, worüber schreibt diese Frau, warum ist sie eine weibliche Klassiker-Autorin, wofür ist sie vielleicht bekannt geworden. Und das hat mir Freude gemacht. Ich liebe auch biografische Schriften, also da konnte ich, glaube ich, nicht so viel falsch machen. Und ich hoffe, ich konnte euch so einen ganz kleinen Eindruck davon vermitteln, was Erika Mann für mich hier bedeutet hat, was das Lesen dieser Geschichten und dieser Biografie mir gebracht hat. Mich interessiert natürlich, wie eure Erfahrungen mit der Familie Mann sind. Seid ihr bisher auch nur irgendwie an Thomas Mann vorbeigeschraubt? Habt ihr es vielleicht bis zu Klaus Mann geschafft? Oder sogar was von Monika Mann gelesen? Also ich bin ganz gespannt, ob ihr vielleicht die Frauen der Familie Mann etwas mehr wahrgenommen und belesen habt oder ob ihr, wie gesagt, wie bei mir so ein bisschen bei Thomas und Klaus Mann feststeckt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das große Manko. Man kommt vielleicht mit Klaus Mann in der Schule in Verbindung, wenn man sich für deutsche Klassiker interessiert, dann auch mit Thomas Mann ganz, ganz schnell, aber man übersieht ganz schnell die anderen Familienmitglieder und ich denke, da sind auch noch einige, die schriftstellerisch erkundet werden sollten und das werde ich mir auch nicht nehmen lassen, aber aktuell ist mein Bedarf erstmal gedeckt, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet etwas Freude bei dem Video. Mir hat jedenfalls sowohl die Lektüre als auch der Videodreh sehr gefallen, mich wieder mal mit dem Thema NS-Zeit auseinanderzusetzen, was bei mir irgendwie seltener vorkommt, obwohl ich es gern belese. Es ist so ein kleiner Fluch auch, aber ich denke, dem kann ich mich in Zukunft auch noch mehr widmen. Und ja, ich wünsche euch eine wunderbare Lesewoche und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!